Beine ausfahren. Bremsstriebwerke zünden. Wir haben Bodenkontakt. Alles wieder okay? Ja, das Feuer ist aus, aber ich glaube, Ellen hat es erwischt. Was ist mit ihm? Er rührt sich nicht mehr. Ellen! Was ist? Er ist tot. Das ist doch nicht möglich. Das wollen wir doch nicht. Wir sind auf einem Himmelskörper mit versteinerten Bäumen gelandet. Das muss ein ehemaliger Planet sein. Oder das, was von ihm übrig blieb. Kontakt mit der Erde? Nichts wie gut, aber funktioniert alles einwandfrei. Das ist mir doch gedacht. Was hast du? Die Kernpositionen. Die sind alle verschoben. Die Verschiebungen sind alle in Richtung der jeweiligen Eigenbewegung und kaum messbar. Dennoch, ein Anblick des Himmels wie in 200-300 Jahren. Falls du vorsuchst, dass ein Teleskop kommt und fragt dich da noch um Rat. Bist du mit den Reparationen zum Tafel? Ja. Gut, dann werde ich mich erstmal eine Runde aufs Ohr legen.
Noch ein paar Sekunden, dann müsste die Erde hinter dem Asteroiden auftauchen. Adam, hey Adam, benimm dich. Das gibt es doch nicht. Ich habe doch alles richtig berechnet. Die Erde kann doch nicht einfach verschwinden, sie muss da sein. Wie ist das nur möglich? Sie ist einfach nicht da. Hey Nancy, wach auf! Wir gehen jetzt raus! Bist du verrückt? Ausgerechnet jetzt? Was willst du denn draußen? Alle Beobachtungen weisen darauf hin, dass wir einen Zeitsprung gemacht haben. Wir herausbekommen, in was für einen Asteroidensprung wir dadurch gekommen sind. Zeitsprung? Dich hat wohl ein Komet gestreift. Konntest du dir nicht einen anderen Zeitpunkt für deinen Spaziergang aussuchen? Schließlich sind wir noch eine ganze Weile hier und ich möchte endlich mal ausschlafen. Nancy, ich muss Gewissheit haben, ob meine Vermutung stimmt. Ihr habt deine Landung nicht so gut überstanden. Das war ein Raumschiff der Erde. Nein, ich dachte nur, wie es wohl auf der Erde aussehen wird, nach so vielen Jahren. Vielleicht so wie in diesem toten Wald. Das muss ja auch mal ein Planet gewesen sein. Aber warum treiben all diese Bruchstücke in unserem Sonnensystem? Ja, ich komme schon. Was ist los? Ich will auf die Anhöhe dort. Von dort haben wir einen besseren Überblick.